So, meine Lieben, herzlich willkommen. Jetzt sind wir wieder vereint. In Mecklenburg. In Mecklenburg, im wunderschönen 300 Hektar Natur pur. Mission Monster Aal 2018. Der erste muss jetzt mal langsam auf die Matte. Wir haben uns jetzt hier getroffen, werden jetzt hier die nächsten 5 Tage verbringen. Unser Thorsten war ja letzte Woche schon mal 4 Tage bei sich unten unterwegs. Und was er da erlebt hat, das zeige ich euch jetzt. Und dann geht es hier bei uns direkt weiter. Bis dann. Moin, moin. Also, heute wieder Hausgewässer. Probieren, ob es Aal und Zander gibt. Ja, alles aufgebaut, alles im grünen Bereich. Köderfische sind gestüppt. Natürlich wieder mit Schlauchboot. Und dann schauen wir mal, was dann so die nächsten Tage hier passiert. Ich sag mal so, tschüss und wir, oder Ecke, melde mich dann wieder, wenn hier was passiert ist. Wetter passt, der Luftdruck ist gleichbleibend. Mond nicht vorhanden, also schöne Angelegenheit, Neumond haben wir zurzeit und sternklarer Himmel ist also an dem See, wo ich jetzt wieder bin, eigentlich immer das Nonplusultra gewesen. Ich sage tschüss und dann melde ich mich nachher wieder, sobald was passiert. Tschüss. Also, Zeit ist fast rum. Eine Nacht haben wir hier noch zur Verfügung und dann jetzt ab nach MacPom für ein paar Tage. Ja, Fazit ist Luftdruckschwankung ohne Ende. Also in den 4 Nächten bis jetzt kein Biss. Nicht erwähnenswert, sagen wir mal so. Ja, eine Nacht bleibt noch. Falls dann heute Abend noch was passieren sollte, heute Nacht, dann melde ich mich nochmal. Ansonsten sehen wir uns dann nächste Woche oder besser gesagt Mitte der Woche jetzt in MacPom. Da werden wir noch mal 4 Nächte mit Hölli zusammen sein. Und dann gucken wir mal, was wir da so reißen können. Da ist das Wetter ja ein bisschen anders als hier in Brandenburg. Ich sage dann tschüss und wir sehen uns und hören uns hoch. We'll be right back.
Na, da drinnen definitiv. Meinst du? Ja. Hätte ja nicht aufzulaufen. Jetzt steht er. Er hat aber auch zart auf gebissen. Das war dann aber. Ja. Ja, den hat er. Ja, aber denke ich doch mal. Ist aber nicht groß. So, moin moin. Wir haben es jetzt kurz nach zwei. Hat hier ein bisschen wie ein Krebs, muss ich mal sagen. Hat immer wieder kurz Schnur genommen. Aber ist eine schöne Schlange. Jetzt nicht der Riese. Ist auch sauer. Ja, ist er. Richtig sauer. Also ist eine schöne Größer, würde ich mal sagen. Auch wieder ein Breitkopf auf Köderfisch, also Plätze. Ich sag mal so, die war auch so 6 cm. Alles gut, würde ich sagen. Läuft. Okay. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Biss. Hey, Dreh. Oh, jetzt sind wir schon, guck mal. Oh ja, guck mal. Ja, das läuft gut. Warte, warte mal. Und? Jo. Hängt? Jo. Sauber. Küche. Wie fühlt er sich an? Warte, langsam, langsam, langsam. Ja, sauber! Petrus! Grüße, der Schlängle. Schön. Hans. Es hat gerappelt im Karton.
auf einen kleinen Köderfisch auf 6 Meter Tiefe an der Kante. Ja, läuft, geil. Sehr schön. Weiter geht's. Aal Nummer 2. Insgesamt 4, glaube ich jetzt, ne? Ja. Jetzt sind wir bei 4. Ja. Prima, läuft, sehr schön. Ja, hier gibt es aber richtig Gas, wa? Auf jeden Fall kein Barsch oder sowas. Na, hoffentlich ist er kein Hecht. Der Hecht ist ja zu langsam. Der gibt richtig Gas, ne? Ja. Direkt eine Prognose abgeben? Das ist ein großer Zander. Oder? Nee, das wird ein großer Aal sein. Ja, ich habe hier nicht mehr so viele Minuten zum Aufnehmen. Du solltest dich denn langsam entscheiden, weil dein Akku fast leer ist. Wieso ist der fast leer? Der zeigt bloß noch ein Stück Stippel an. Ladegerät direkt bei, ja, aber kein Strom. Ja, das kann ich auch zu Hause aufladen. Aber keine Powerbank. Andi, geht da eine Powerbank ran? Nee, da ist keine rein. Oder Trente, wa? Sieht aus, als ob da was hängt. Hängt aber richtig was. Geile Nummer. Guck mal, ein Kescher. Ja, ist ja hier vorne. Aber noch kann ich dir nicht sagen, was das ist. Sieht auf jeden Fall. Versuche ich das mal zu zeigen. Thorsten hat einen Fight. Einen guten Morgen, Veit. Da ist das Blei. Ja, vielleicht kommt immer ein bisschen später. Und? Merkst du noch was? Ja. Warte. Mal langsam. Langsam. Alter, Bierflaschenalarm. Hier hin. Verlier den bloß nicht. Warte, warte, ruhig, 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 ruhig. Ja, sauber! Petri am Morgen, Alter! Alter, Aal am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Beim Kaffee. Ich hab noch keinen gekriegt hier. Alter, ist das ein Ochse. Ja, schön. Richtig geile Farbe auch. Oh, ist der fett, Junge.
guten Abend. Es ist jetzt 22.30 Uhr. Zweiter Abend, zweite Nacht. Tagsüber heute keine Aktion, zumindest auf den Aalrouten nicht. Wir konnten ein paar Weißfische fangen, ist aber wie gesagt nicht der Zielfisch. Jetzt liegt alles frisch draußen. Thorsten hat nochmal tief in die Trickkiste gegriffen und die Posenrute ausgepackt und die hier vorne auf die Kante gelegt, wo es nachher gleich auf 6 Meter runter geht. Allerdings noch mit Wurm. Wir werden es erstmal beobachten. Ja, ne? Probieren wir. Probieren wir. Und sollte da jetzt zu viel Weißfischaktivitäten sein, denke mal, da geht nochmal ein Fetzenköder hoch, ja, vielleicht wahrscheinlich. Ein kleiner. Ein kleiner, und dann schauen wir mal. Ja, erste Nacht war ja mega genial. Habt ihr ja gesehen. Richtig geile Aale haben wir gefangen. Den großen konnten wir sogar filmen. Die anderen beiden heute Nacht, die sind nur in Bildform leider zu bewundern. Aber ist auch gar nicht schlimm. Manchmal ist es ein Bild mehr wie eine Videoaufnahme. Ja, deswegen sagen wir, wir sehen uns vor der Matte. Ich zeige euch jetzt gleich noch den mega geilen Sonnenuntergang hier auf dem See. Und bis später. Ciao. Bis gleich. Ja. Hallo, was stand da bei ihm? Ja, gerade wieder. Ja, sind wir gerade wieder. Er läuft. Ohne Brille geht das schlecht. Tja, Männer, jetzt ist soweit. Zappenduster. Aber richtig zappenduster. Ist doch gut. Arschdunkle Nacht. Für ein Aal ist es super. Wir kaufen doch irgendwie auch, oder? Wir kaufen ist auch gut. Die Problem warm ist das Problem ist nur die Wassertemperatur. Mhm. Warm ist es auch. Ich schätze mal so 17 Grad werden wir da haben. Zu warm. Ist zu warm das Wasser? Das Wasser ist zu warm. 26 Grad. Also. Der Monat Juli ist eigentlich ein echt beschissener Monat, um auf Karpfen zu angeln. Eigentlich ist es fast aussichtslos. Mhm. Eigentlich, ja. Aber eigentlich ist es die besten Monate sind eigentlich wirklich so März, April, Mai. Ja, das ist meistens vor der Laichzeit. Und dann hast du ja meistens so eine Beißflaute, denn wenn die mitten im Laichgeschäft sind, dann ist es ja auch sehr schwierig, die zu fangen. Und dann nach der Laichzeit wieder hast du nochmal 2-3 Wochen, wo sie sich dann richtig den Ranzen vollknüppeln. Und jetzt quasi im Hochsommer, wie wir es jetzt haben mit den Temperaturen, ist es kein optimales Karpfenwetter. Aber meistens ist dann wirklich so, dass wenn du ihn kriegst, dann sind das richtige Ochsen. Das haben wir ja nur vor 14 Tagen gesehen. Ja. Ja, da war ja keiner unter 13 Kilo, das waren richtig schöne Fische. Aber da war das Wasserverhältnis so anders am Neumüder See. Oh Gott, an dem See, wo wir gewesen sind. Ne? Aber der hier, der ist wirklich extrem warm und auch sehr trübe jetzt mittlerweile. Wann war ich das letzte Mal hier? Vor 4 Wochen, 5 Wochen? Da war hier noch glasklares Wasser, richtig glasklar, war der komplette See über. Und wo wir gestern angekommen sind, war ich ja drüben gleich gucken, auch wegen Unterwasseraufnahmen machen. Ja. Und du hast jetzt unten wirklich schon, selbst in den Wassertiefen 30, 40 Zentimeter, dadurch, dass das Wasser so warm ist, diese Farnalgen, diesen grünen Schlick, der den ganzen Boden jetzt bedeckt. Aber der Boden darunter ist kiesig. Und der Boden ist eigentlich kiesig komplett normalerweise. Fest. Also ich habe vorhin die Teste komplett fest. Also. Ich habe auch keine Fraßlöcher mehr sehen können. Es ist alles zugewuchert aufgrund der hohen Wassertemperatur. Ja, aber jetzt, das nicht anhalten müssen, damit das, sag ich mal, sich wieder... Ja, das geht. Reicht eine Woche aus? Das ist ein Dauerton. Was hast du da drauf? Köderfisch. Köderfisch. Ich nehme euch mal mit. Ich schalte mal um. So, dann gehen wir da mal hin.
und gucken mal, was passiert. Der läuft. So, Leute, der live dabei. Und? Ja, so schnell kann es gehen, ne? Braucht gar nichts, der ist voll abgeraucht. Dann hat er ihn nicht gehabt. Nee. Tja, das war zu früh, auf dem Fetzenköder übrigens, da bist. Alter, guck mal. Ja. Ja. Schade, ja, frischen Fetzen rauf und wieder raus. Das ist aber wieder. So, der Thorsten wird jetzt die Posenmontage. Jetzt steht er wieder natürlich wieder davor, so wie er das immer macht. Mit dem Futterboot rausfahren, weil wir die Kante nicht angeworfen kriegen von hier aus. Dazu wird er jetzt. Dazu wird er das jetzt hinten in die Release-Kupplung einhängen. Ja, wenn ich es hinkriege. Und dann werden wir die Montage rausfahren. So, eingehängt ist. Köder jetzt auf der. Wie viele Tauwürmer hast du jetzt drauf? Fünf große Tauwürmer. Nochmal Kontrolle. Hier unten liegt die Pose und jetzt geht's los. Mal Licht an noch. Da, funktioniert super. So, ausgelöst. Und Rudel liegt. Redst du noch mit uns? Oder? Ja, na klar. Guck mal, mit dem Schatten von dem Knicklicht auf dem Wasser. Ach, ist das herrlich. Wie will ich? Ich schieb mir das Knicklicht da ja in die Kuppe drin und dann. Dann kannst du es mal spielen. Licht an, Licht aus, Licht an, Licht aus, Licht an, Licht aus. So, meine Lieben, auch der Markus konnte jetzt seinen ersten Fisch fangen. Schöner Aal. Fing er nach vorne? Da ist er. Er ist sauer. Er hat schlechte Laune, sagt er. Zeige Finger nach vorne. Ja. Und jetzt hält er still. Läuft. Aal Nummer 6, kann weitergehen. Bis später. Ist noch was zu sehen? Bleib stehen. Aber so weit liegt ja nicht draußen. Jetzt geht er wieder los. Guck, schnell läuft. Das ist kein Krebs. Der schwingt an die Ohren. Jetzt, jawohl. Jetzt läuft er los. So, Mutter. Überlegen, war das die große oder kleine Platze? Das weiß ich jetzt nicht. Das kann ich dir nicht beantworten. Nee, ich auch nicht. Das bist nur du. Ich auch nicht.
Stiele wieder, ne? Ja. Aber ist schon gestoppt? Mhm, stoppt wieder. Jetzt hat er ihn hoch. Der hat jetzt zweimal angehalten, jetzt hat er ihn hoch. Und die nächste. Dauerton. Oh ja, schön. Ja, ist eindeutig. Schön, eindeutig, den hat er. Also das Kehlkrebs. Noch ein Cash? Ne, hier liegt er. Hier vorne. Na gut. Wie immer Risiko, wa? Und? Nee. Nee? Nee. Ach Quatsch. Doch, jetzt. Er ist nach vorne gekommen, ist aber ein kleiner. Ist ein kleiner. Kein großer. Fisch ist Fisch. Du tust ihn am Fall besagen. Guck mal, da kommt er. Ja, so. Na, klein, so ist klein ist er ja auch nicht. Petri. Petri, mein Jutta. Ja. Ja. Schöner. Gut. Ja, da waren sie auch schon wieder herum, die 5 Tage. Wie im Fluge, aber das ist ja meistens so, ne, wenn man unterwegs zu ist. Kurz die Zeit. Da ist das einfach immer viel zu kurz. Ja, ich würde sagen, Mission erfüllt. Der erste ist raus, der erste richtig gute. Knapp 90 cm, 2 Kilo. Der konnte sich schon sehen lassen. Ja. Insgesamt konnten wir 8 Aale fangen. 4 davon waren richtig gut. Die anderen waren so die normale Standardgröße. Aber und Mini-Aal. Und einen Mini-Aal hatten wir. Gleich den ersten Abend. Der ist gleich so wieder zurückgegangen. Ja, es wurde von Tag zu Tag schwieriger. Habt ihr ja gesehen. Die Wetterumschwünge, die haben uns hier wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das Wasser ist wärmer geworden noch. War nicht mehr so berauschend. Letzte Nacht war auch immer schwieriger, ja. Von Tag zu Tag. Jetzt in der letzten Nacht konnten wir nur noch einen Aal fangen, den hat der Hölli Senior gefangen. Und mehr war leider nicht mehr zu machen. Aber gut. Besser wie gar nichts. Wir haben gut gefangen eigentlich. Besser wie nichts, ne? Genau, so würde ich gut aussehen. Und jetzt heißt es einpacken, ab nach Hause, kurz alles sortieren. Und dann sehen wir uns nächste Woche zum Zanderangeln. Wieder im schönen Mecklenburg. Bis dann, ciao. Ohne mich. Ohne Thorsten. Ich muss zu Hause bleiben. Aber der Raubfischprofi wird uns begleiten. Und dann gucken wir mal, was uns da erwartet. Bis dann, ciao. Ich sag schon mal Petri für euch. Petri da. Jo. Ja.